Und da sehen wir's. Der Restart! Und beide Teams bereit für die Nile Front in der Mitte. Wir fliegen wie gewohnt einmal in die Lüfte und freuen uns auf 10 Spieler in der Nile Front. Die Weisen gegen die Norweger Good Orc Blunted starten hier sehr, sehr verhalten. Dominik mit dem ersten. Vorteil für die Weisen. 3 gegen 2. 2 gegen 2. Greenman und Ferguson holen sich Kazuya und Dominik und Onkolicious kann es am Ende nicht mehr rausreißen. Somit geht die Nile Front an die Norweger und die entscheiden sich für den Switch. Und somit sind wir live in der ersten Runde. Die Weisen gegen Good Orc Blunted aus Norwegen. Best of One, Cobblestone. Die erste Runde kann starten. 5-mal Gaffler bei die Weisen, 3-mal bei Blunted. Ein Diffuse-Kit, 3 Flashes, Smoke und Granate. Währenddessen die Weisen sich aufbaut. Erstmal einen Mann Richtung A abgestellt. Der Rest schaut hier erstmal defensiv Richtung B, erwartet vielleicht einen offensiven Go, will das Ganze sehr, sehr langsam starten. Kazuya versucht mal auf lang zu pieken, sieht hier 2 Stück. Der Doppelpeak geht erstmal nicht auf der Seite von Good Orc Blunted. Und immer noch Greenman da hinten ist, guckt mit der USP weiterhin Richtung lang. Aber die Weisen ist bereit, um Job rauszugehen. Griffins kommt um mit der USB, holt sich den raus. Du machst zum zweiten, der zweite Schuss ebenfalls, dritter hoch. Griffins. Free Kills mit der USBS. 3 schnelle Headshots und nur noch Kirby und Onkolicious am Leben. Bombe steht vor B, währenddessen Kirby allang durchpusht. Und Ferguson versucht hier ebenfalls Mitte abzudecken, hat sich ein bisschen geschoben. Kirby holt Atix, kann jetzt in den Connector reingehen, switcht auf die USB. Kirby hat ihn gesehen, aber die Bombe ist immer noch hinten. Und Onkolicious muss aufpassen, Job ist geboostet, trifft die Shots nicht, 50 HP, 2 gegen 4, müssen aufpassen, sie müssen jetzt schnell handeln. 28 Sekunden, Kirby trifft die Shots nicht, alleine gegen 3, guckt rum, wird eingekesselt und da ist Helikoptern zur Stelle. Erste Runde geht an Good Orc Blunted. Die Weisen geht in der zweiten Runde auf 5-mal Deagle, kein Kevlar, keine Granaten, also nur die Pistolen und das nackte Leben. Um hier vielleicht auf die Deagle-Bretter zu gehen. Vielleicht 5 schnelle Headshots zu ziehen. Und damit die Runde ebenfalls aufs eigene Konto zu holen. Onkolicious erfolgreich gegen Titanic. Der erste Schritt ist gemacht. Vorteil für die Weisen. Noch immer alle 5 am Leben. Alle 5 Deagles sind da. Und Onkolicious versucht weiterhin Richtung, ich sag mal, Deagle. Ist erstmal nicht erfolgreich, denn hinten steht Greenman defensiv hinter der Ecke. Kann also erstmal nicht getroffen werden. Und Gnünfs mit der UMP in Drop muss aufpassen. Dominik und Denim sind bereit, hat den Kopf gesehen. Kommt doch mal rum, Gnünfs. Kommt rum, aber Dominik! Die zweite Deagle-Schelle ist ebenfalls verteilt. Doppelte Überzahl für die Weisen. Rotieren ganz langsam Richtung der A-Side. Und da steht aktuell nur Fersken mit der MP7, holt sich Kirby raus. Rotiert instant auf eine andere Position, um hier vielleicht ebenfalls noch überraschen zu können. Ist gesehen worden, Flashbang kommt auf die Seite, Rotation muss reinkommen, mit Connector kommen. Den ersten Schaden treffen, den ersten Hit, aber Fersken noch immer am Leben mit der MP7, holt sich ebenfalls Dominik raus. Rotation ist schon da, onside stehen sie bereit, mit Deagles kommt rum mit der USPS, holt den ersten, fast noch den zweiten. Kazuya muss aufpassen. Und die Deagles. Die Deagles holen die zweite Runde. Die Weisen erfolgreich 1:1 nach Runden. Und die 5-Mann-Deagle-Runde hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Denn jetzt geht es in den Ball rein mit AKs, mit einer MAC-10. UMP, Entschuldigung, dann nochmal gewechselt.
und die CTs im Force mit gerade so. Eine UMP, zwei Deagles, CZ und P250 haben noch drei Granaten über. Das heißt, der Vorteil auf jeden Fall auf der Seite von die Weisen. Und die holen sich Artix ganz früh am Anfang der Runde raus. Fersten aktuell alleine auf der A-Side, geht lieber defensiv zurück, um hier lang ebenfalls mitzuhalten. Und die Weisen mit einem ganz, ganz langsamen Aufbau stehen hinten auf B, stehen mit Kazuya und Kirby vor der A-Side. Und Greenman kann mit der Deagle traden. Oko rausgenommen, AK wird wieder aufgenommen. Ein Helikopter im Dock geboostet, holt sich den, muss nachladen, aber jetzt wissen sie, wo er steht, geht wieder zurück in defensive Position. Und auch die Force Round von den Norwegern könnte sich hier bezahlt machen. Hinten schien sie ebenfalls Klaus Glüffens, aber schafft es nicht hinten. Greenman fällt ebenfalls gegen die AK von Kirby und Kazuya. Und Helikopter wieder erfreut für den dritten Hashtag gegen Kirby. Aber zum zweiten, da reicht's nicht. Und alles liegt an Fersken oder Kirby. 1 gegen 1 und der Headshot wird gezogen. Kirby erfolgreich meistert den Klatsch. Zweite Runde für die Weisen. Und jetzt heißt es Pistol Ekorons bei Gott Ock Blunted. Denn die haben maximal 2.500 Dollar. Und somit würde sich hier dabei nicht wirklich rentieren. Und es geht in die Pistol-Sparrunde. Gehen diesmal Mitte offensiv mit 3-4 Mann. Kirby ist da mit der AK. Amped up, weiß lang, schienen sie ebenfalls. Mitte noch mehr. Machen hier den 5-Mann offensiven A-Push. Holen sich Kirby raus. Helikoptern und Artix im Versuch. Ebenfalls hier noch Kazuya raus. Den wird gesandwiched. Und Helikopter hat hier nicht mehr die Chance, den ihm noch rauszunehmen. Fast saubere Runde von die Weißen. Gewinnen die Runde mit 4 überlebenden Spielern. Und somit auch die dritte Runde erfolgreich auf das eigene Konto geholt. Aber jetzt die Byron, der Norweger mit Kevlar, Diffuse Kits, Granaten und 5-mal der M4. Will jetzt im Buy die Weisen wieder aufhalten und die Runden selber gewinnen. Diesmal der schnelle Begor von die Weißen. Granaten sind raus. Vielleicht möchte ebenfalls Oko close mit der UMP. Gnüfs ist komplett blind, aber trifft den Shot gegen Oko. Und sie schaffen es erstmal nicht ganz auf die Seite drauf. Immer noch gehalten. Holen den Trader einen Helikopter. Job stehen sie doppelt. Kommen und Gnüfs zum zweiten. Da müssen sie aufpassen. Dominik und Kazuya, beide noch am Leben in der Unterzahl. 2 gegen 3 müssen aufpassen, denn Dominik ist angeschossen auf HP und Kazuya darf hier nicht fallen. Schafft es nicht, einen Doppelkill zu setzen. Kazuya alleine gegen 2. Immer noch hinter der Treppe kommt. Muss nachladen. 5 Schuss in der AK. Versucht's mit den One-Taps. Die treffen nicht ganz. Und Fersken und Artix. Auf jeden Fall mit der Chance. In der Überzahl. 2 gegen 1. Kazuya faked hier an, Richtung A zu gehen. Sneakt jetzt wieder rüber auf die B-Side. Hat noch 85 HP. Und die AK in der Hand. Währenddessen Fersken aktuell die B-Side ganz alleine hält, schaut in den Drop rein. Das heißt, Kazuya kann hier lang erstmal sicher rausgehen, weiß aber nicht, wo sie stehen. Das heißt, er muss jede einzelne Ecke checken. Hat noch 20 Sekunden. Steppt Richtung Chicken. Und Fersken hört den Step, hört den Plant. Kommt um die Ecke, kommt zu spät, um den Plant zu finden. Kazuya immer noch alleine, muss aufpassen. Quad steht. Cube. Und da ist Fersken zur Stelle. Holt den Headshot. Und die zweite Runde für die Norweger. 2 zu 3. Die Weisen hat noch genug Geld auf der Bank. Wir sehen, da werden nochmal ordentlich Rifles nachgekauft. 5 AKs liegen da. Fast Full Nades auf jedem Spieler. Kevlar und Tam. Also alles, was das Herz begehrt.
und wieder das Ganze im Split aufgebaut. Wir sehen wieder drei Spieler vor der B-Side, Kirby und Kazuya vor A. Und Kazuya ist hier sogar schon ein bisschen offensiver zugange auf Alang. Smoke liegt noch, das heißt, kann nicht direkt durchgehen. Und im Drop ist es Genünfs. Mit der Nova hinter der Smoke. Kommt rum. Prediction Shot hat selber hier den Schaden eingesteckt auf 40 HP. Smoke und Flash gehen instant raus. Und trotzdem ein kleiner Vorteil für die Weißen. Währenddessen sie noch immer sehr, sehr langsam aufbauen. Sehr, sehr defensiv. Lassen hier sehr, sehr viel Zeit ins Land laufen. Und schieben jetzt wieder geschlossen rüber Richtung der A-Side. Inklusive Bombe. Wollen hier zusammen über Rampe, über Lang das Ganze angehen. Und aktuell ist es nur ein Spieler, und zwar Fersken, der hier auf der S-Street Flashbin gehört, geht jetzt wieder Richtung Van, um hier beide Seiten abzucovern. Flashbin kommt raus, Richtung Lang, Mitte unten stehen sie, Rotation ist schon da, Artix ebenfalls mit der Hilfe und auch Greenman. Also drei Spieler, die hier von B schon Richtung A geschoben sind. Artix erfolgreich. Okolicious kann erstmal nicht traden, muss aufpassen. Die Rampe hochgekommen von Lang, von der Rampe. Smokes, Granaten sind raus. Greenman onside mit der M4 erfolgreich gegen Okolicious und onside. Das ist Artix im Spiel und mit der AK zum ersten, zum zweiten. Wunderbar. Und Kazuya alleine gegen drei. Keine Chance gegen die Nova. Die Norweger gleichen erstmal aus. 3:3. Wieder alles offen. Und wenn wir hier auf das Geld von Devisen schauen, wir sehen Deni mit 3,5, der Rest mit 2 bis 2,6. Auch das reicht nicht wirklich für den Fullbuy. Und somit geht es bei Devisen ebenfalls jetzt in die Pistol Eco Round. Diesmal Deagle, Glocks, Tech 9 und eine P250. Okolicious. Schnell unterwegs Richtung Belang. Schaut hier mal mit der Glock, ob er vielleicht was erwischen kann. Smoke liegt gut. Und von hinten auch Kazuya mit dabei. Haben hier eine kleine Gap. Kommen Kazuya ins Bell und gegen Helikopter nicht erfolgreich. Der holt mit Greenman den Doppelkill raus. Granaten fliegen. Und der Schaden an Dominik, der ist gemacht. Kirby und Dinim. Und die versuchen es mit Deagle, mit Tech 9. Wissen hinten steht noch. Greenman wieder erfolgreich. Noch Kirby und Deagle gegen 4. Er weiß, er lang stand. Trifft den Tag gegen Greenman. Hat noch eine Minute, um hier 4 Deagle-Bretter zu verteilen. Natürlich muss auch aufpassen, von hinten könnten sie ebenfalls pushen. Sie wissen, dass er vor B stand. Trotzdem bleiben sie weiterhin defensiv. Natürlich, sie dürfen hier nicht wirklich viele Rifles opfern. ...28 Sekunden, Kirby, Deagle, schaut weiterhin nochmal Richtung Titanic, Greenman wartet auf ihn, geht auf die Prediction Shots mit der AK, trifft ihn... ...und Kirby mit 18 Sekunden, geht nochmal raus, will es versuchen, hier vielleicht ein bisschen Schaden zu machen, dass sie nachkaufen müssen, trifft die ersten zwei Shots nicht... ...und somit sichert sich Greenman den 4K... ...und die Führung bei den Norwegern, 4:3... ...und die Weißen wieder in der Lage... 5-mal AKs zu kaufen. Inklusive 2 bis 4 Granaten, Kevlar und Helm. Also wieder beste Voraussetzungen, um die Runde auf das eigene Konto zu holen. Wieder 4-mal unterwegs Richtung B. Kirby Flashbang in Job kommt runter zum ersten. Die Prediction Shots sind da. Doppel-Entry auf der B-Side. Und hinten sind es Helikopter und Green mit noch immer Titanisch. Die hinteren Treppe müssen aufpassen, müssen Onside schieben. Sie wissen, Job ist eingenommen. Aimen erstmal defensiv ab. Greenman hinten in der Ecke drin. Währenddessen Helikoptern versucht Tür und ab und zu auch den Job zu halten. Die Smokes liegen noch, die Weißen. Bleibt erstmal im Drop drin. CTs warten erstmal nur ab. Sie stehen regungslos da. Sie gehen wirklich nur auf das Up-Aim, auf das harte Up-Aimen. Der Eingänge in den Drop.
Granaten gehen raus Richtung Treppe. Greenman hinten dran. Molotovs kommen, muss zurückgehen, muss auf die Seite zurück. Verbrennt hier ein bisschen an auf 80. Flashbangs kommen rein. Guckt nach oben. Greenman mit der AK. Spanner gegen Dominik zu Erfolg. Er zeigt aber da. Ist Denim. Und Helikopter muss traden. Schafft es gegen Denim. Aber wir wissen, wo er steht. Trifft den nächsten Shot nicht mehr. 2 gegen 2. Und Kirby macht das Ganze möglich für die Weißen. 1 gegen 2. Helikopter angeschossen auf 2 AP. Muss aufpassen. Kommt, holt sich Kirby ab. Und Kazuya. Er greift die Initiative und rotiert schnell auf die A-Side. Und Helikoptern muss jetzt A und B gleichzeitig decken. Predicted schon, dass es A werden kann. Steht im Connector drin, hört die Steps auf der A-Side. 10 Sekunden, Bombe gelegt und er ist sich sicher. Das Ganze ist auf der B-Side und Kazuya hat ihn hier erfolgreich erstmal ausgetrickst. Braucht seine Zeit, bis er nachkommt. Natürlich 2 HP. Er muss den Shot schnell treffen als Kazuya. Smoked sich der Stat laut. Kazuya hört die Steps links von ihm. Er weiß, er hat einen AWP. Schleicht hinter ihm nach. Sieht ihn. Und der One-Shot, der sitzt ganz flüssig aus der Hüfte. Die Weisen gleicht wieder aus. 4 zu 4. Und besser hätte es für Kazuya gerade nicht laufen können. 1 gegen 1 Situation ist rotiert auf die A-Side. Und Helikopter hat jetzt zuerst noch gedacht, dass das Ganze auf der B-Side gelegt ist. Hat nicht gestimmt und somit hat Kazuya sich dann eine wunderbare Afterplant-Position raussuchen können. Jetzt wieder die Pistol Eco Round von den Norwegern. Wir sehen viermal Deagle, eine 5-7, Helikopter oben am Baum. Schaut defensiv Richtung Titanic. Und die Weisen wieder mit einem langsamen Aufbau. Versucht wieder über den Drop schnell die Infos zu bekommen. Deni muss aufpassen, im Swing gegen Artix erfolgreich. Unten ist noch Knüffes. Und der kassiert ebenfalls Doppel-Entry. Wieder im Drop für die Weisen. Smogs sind raus, um hier Drop eventuell einzunehmen. 5 gegen 3 Überzahl. Muss aufpassen, Titanic fällt Greenman. Aktuell nur noch Helikoptern und Fersken, die am Leben sind. Pusht durch die Smoke, aber nicht erfolgreich. Deni passt hier zum Glück auf und Fersken alleine gegen 5. Holt sich Kirby schon mal raus, snackt sich die AK und die versucht er durchzubringen, versucht er zu sichern. Aber Dominik macht ihm da eine Strich durch die Rechnung. Die Weisen wieder in Führung, 5 zu 4. Und die Norweger, wir sehen's, investieren wieder alles rein, was ihnen möglich ist. Also eine AWP, 4 M4s. Helikopter mit der Orb im Topspawn. Schnell unterwegs in Richtung der Stairs auf B lang. Okoliches bleibt mit der UMP erstmal defensiv. Wartet ab, bis ihm Dominik da vielleicht helfen kann. Und jetzt hat man die Info auf der Seite von Devisen, dass es eine AWP gibt bei den Norwegern und die steht auf B lang. Von daher muss man dort erstmal aufpassen, um nicht zu viel zu riskieren. Kazuya, Kirby und Denim. Die drei Mann, die jetzt langsam Hilfe bekommen vom Rest des Teams, stehen bereit, aimen erstmal die Eingänge von der A-Side ab, Mitte und lang. Und da ist aktuell wieder nur ein Spieler, Fersken. Der das Ganze alleine hält, hat noch eine Flash, eine Granate, geht langsam wieder defensiv zurück auf die A-Side, um das Ganze vielleicht von zwei Seiten abzucovern. Und die Weisen bereit, bei 38 Sekunden langsam auf die A-Side draufzugehen. Granaten sind raus, Flashbangs, Molotov fliegen, müssen jetzt schnell gehen. 30 Sekunden, die müssen den Plant noch hinkriegen. Und Onside noch immer, Fersken hat Hilfe von Artix. Die schauen hier, verbrennt ein bisschen an auf 90 AP, unterhelfen sehen sie, aber Artix bekommt ins Gesicht. Und Fersken noch immer defensiv hinten auf Alang, wird hier nicht attackiert. Währenddessen Helikopter jetzt noch mit ihm alleine
Da steht 16 Sekunden, kann der Platin, nein, das kann teuer werden für die Weißen, 13 Sekunden, sie müssen ihn pushen, müssen ihn holen, aber Fersten, der macht hier immer mehr Schaden, aber er ist alleine mit der USB in der Hand, muss aufpassen, kann hier Kazuya nicht rausnehmen. Und er schafft den Doppelkill mit AWP und USPS und gerade noch so bei 2 Sekunden den letzten Frag der Runde geholt. Ansonsten wäre die Runde wieder auf das Konto der Novel gegangen und somit kann man die Führung erstmals ausbauen. 2 Runden Lead. Dazu die Norweger noch in der Pistol Eco Round. Also gute Chancen, um hier Runde Nummer 7 und eventuell Runde Nummer 8 aufs Konto zu holen. Knymphs bekommt im Job erstmal die Granate vors Gesicht. Angetaggt auf 60 HP, währenddessen die Weisen wieder das Ganze defensiv angeht. Decken hier Job zu zweit, Kazuya und Kirby das Ganze Richtung Lang, warten erstmal ab. Versuchen jetzt ganz, ganz langsam Richtung B-Lang ebenfalls mehr Raum einzunehmen. Okolicious pusht mit der UMP, muss aufpassen, weiß nicht, dass er unten hinten dran steht. Greenman in der Ecke, hört nicht selbst oben drauf. Kann ansagen. Okolicious bekommt den Hedgehog gedrückt durch die Peter 50 auf den Baum. Greenman schafft es hier nicht, den Shot noch zu setzen und die Weisen wieder. Diesmal geht es wieder Richtung der A-Set. Rotation ist schon da. Helikopter mit der 50 kommt drauf, ist komplett, aber trifft die Shots nicht. Und die Weisen geht nochmal komplett auf den Rotate. Bombe wieder Richtung B und da ist aktuell nur Greenman. Der kann lang nicht mehr halten, hört die Stops onside, muss warten, bis der Rest des Teams da ist, aber kann sich Okolicious nicht holen. 3 gegen 5, wieder Unterzahl für die Norweger, kommen über Drop, Helikopter muss aufpassen, können wir nochmal oben. Holt den Frag aber sicher aufs Konto. Und von hinten kommt Dini. Der ist aber zu spät, der Dominik war schon zur Stelle. Attix und Knymphs 2 gegen 4. P250s gehen auf die Exit-Tracks, um hier vielleicht noch ein, zwei Rifles nicht zu bekommen, aber Okolicious im Pre-Fire um die Ecke lässt Attix ganz alleine dastehen. Der steht vor B. Natürlich, sie haben den Job jetzt geklärt, sie haben Connector geklärt, wissen, hier ist erstmal keiner und somit natürlich will man hier keine weitere Waffe einfach so herschenken an die Norweger. Und Attix versucht jetzt nochmal nachzukommen, sieht keinen und schafft es somit auch nicht, hier noch eine Waffe mitzunehmen in die nächste Runde. Die Byron ist sicher. Und trotzdem die Weisen wieder mit 3 Runden Führung auf dem eigenen Konto. Und jetzt sehen wir die Doppel-AWP. Helikoptern und Attix, beide mit der AWP in der Hand. Eine Richtung A, eine Richtung B. Und Attix geht auf den offensiven Peak, hört die Steps in der Mitte. Fersken muss aufpassen, Granate raus, MP in der Hand, Spaydown sitzt nicht. USP raus, Kazuya fällt, aber Kirby kann jetzt den von oben. Vielleicht nochmal Attix, der jetzt schon am Holz steht. Mit der AWP bereit, schaut Richtung Rampe, Shot nicht getroffen. Sie wissen jetzt, wo er steht. Und Kirby, er pusht ihn in das Rohr, holt den Headshot. Und trotzdem schafft es Helikoptern mit der zweiten AWP das Ganze wieder auszugleichen. Vorteil jetzt die Norweger und Helikoptern, der macht hier seinen Job richtig gut. Den ihm alleine gegen 3, holt sich Gifts, muss aufpassen, denn Helikoptern steht bereit am Van. Und die AWP hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Die Norweger verbieten die Weisen erstmal die 8. Runde. Trotzdem können die nochmal im Gegensatz zum eigenen Team voll nachkaufen, denn da reicht es aktuell für 2 Rifles, eine AWP, eine UMP und eine Desert Eagle auf Attix, währenddessen man gegen Orb und 4 AKs auf der Seite von die Weisen kämpfen muss. Der schnelle Go auf die Ace letzte Runde nicht so erfolgreich gewesen für die Weisen, somit geht man wieder auf den langsamen Infoaufbau, Infos sammeln, vielleicht dann geschlossen Richtung A oder B gehen. Die Rotation forcen. Und hinten Helikoptern. Hinter der Statue. Geboostet von Greenman.
Flashbang kommt, Smoke liegt noch, schaut hier zwischen den Füßen hindurch, die Smoke fadet, Helikoptern, aber hat hier ein bisschen Pech, denn Dominic und Okolicious gehen wieder zurück, bleiben defensiv, warten, bis vielleicht Job den ihm nachkommen kann, er bekommt aber keine Infos. Und so mit dem Boost wieder abgebaut. Weiterhin 5 gegen 5, währenddessen Denim angeschossen ist. G-Man schafft es, Okolicious rauszunehmen. Dominic ist down zu traden. Aktuell nur noch Helikoptern im Connector, um hier mit der AWP vielleicht den Go weiter aufzuhalten. AWP wird gebaitet, muss weggehen, muss rotieren. Und währenddessen macht Kirby wunderbar den Backstep. Muss aufpassen, lang steht noch. Ferksten holt den Frag. Aktuell 2 gegen 2. Die Möglichkeit, die ich hier durchaus für gut geplantet, aber nicht mit Kazuya. Denn der hat ebenfalls die Orb in der Hand. 2 gegen 1. Fersken kommt aus dem Connector raus. Guckt Richtung Chicken, Richtung Side. Und da ist Dominic mit einem schönen Headshot. 8. Runde für die Weißen. Und die Führung in der ersten Halbzeit, die ist erstmal sicher. Und auf den Seiten der Norwegern. Die Runde, die hat jetzt richtig wehgetan. Denn sie haben die letzte Runde davor gewonnen, konnten jetzt also nicht anschließen. Und somit, wir sehen es, $1.000 bis $2.000 auf der Bank. Und es geht wieder in die Pistol Eco Round. Um hier in der letzten Runde nochmal alles in die Waagschale zu werfen, was man geldtechnisch zur Verfügung hat. Okulich ist geboostet. Komm, sieht hier Greenman sehr früh. Den zweiten ebenfalls. Helikoptern hat ja auch keine Chance, komplett blind. Und somit wieder Doppel-Entry auf der B-Side. Artix und Fersken. Versucht es gegen Kirby, nicht erfolgreich. Artix alleine gegen 5. B250 auf der B-Side. Versucht hier nochmal lang zu pieken. Titanic, Dominic hat ihn gesehen. Sie wissen jetzt, dass er auf der B-Side steht. Bekommt Hilfe aus dem Job, muss aufpassen. Muss mit der Kiste arbeiten. Bekommt die Shots aber von beiden Seiten gedrückt. 9-5 die Weisen. Und somit sind wir angekommen in der letzten Runde der ersten Hälfte. Die Norweger nochmal alles reingeworfen. Artix mit der Scout auf A lang, währenddessen Fersken unten close hinter Farmers. Vielleicht sich einmal rausschaut, ob er was sehen kann. Weiß, dass Treppe steht. Hat hier früh eine Info bekommen. Währenddessen die Weisen geschlossen in der Mitte steht. Wartet, um den Go aufzubauen. Flashbangs kommen rein, pushen jetzt rein. Aber auch die Counterflex, die kommen. Unten Fersken mit der Farmers trifft hier die Shots. Aber der Kill ist auf sich warten. Artix muss es versuchen. Die Rotation ist schon da oben an der Tür. Gnüffs mit der Farmers. Doppelkill. Und Artix macht hier weiterhin viel Schaden. Dominic alleine gegen 4. Kommt von der Rampe. Und da ist Helikoptern da. Und die Weisen geht mit 9 zu 6, also 3 Runden Führung in die Halbzeit. Von beiden Seiten durchaus starke Aktion bisher in Halbzeit Nummer 1. Die Weisen mit 3 Runden vorne. Hat hier ein bisschen mehr gezeigt. Bisher in diesem Best of One. Und somit, wir sehen es, die Restarts sind da. Zweiter Teil kann anfangen, die Seiten sind getauscht. Die Weisen diesmal auf der City-Side. Gott, Ock blantet auf der G-Side für weitere 15 Runden. Die Weisen wieder 5-mal Kevlar, diesmal kein Diffuse-Git. Wieder 3-mal bei den Norwegern. Eine Tech 9, Doppelsmoke, Doppelflash. Hinten ist es Fersken mit der Glock, der an der Fontäne steht. Währenddessen der Rest des Teams
sich langsam Richtung B orientiert. Oculicious auf lang mit der P2000, pusht hier langsam nach vorne. ATX ist erstmal defensiv, Granate kommt, Oculicious geht defensiv, guckt nochmal nach, Flashbang trifft ihn. Und im Job versuchen sie rauszugehen. Gnemi muss den offen lassen, müssen gucken. Connector, Dominik ist da, aber bekannt den Headshot. Denim kann traden, muss aber aufpassen. Von hinten braucht er Hilfe. Kazuya kommt mit der USP, trifft den Headshot sich. Er weiß, dass sie hier mit drei Mann im Connector stehen. Und der Vorteil, den haben sie rausgespielt. 4 gegen 3 auf Seite der Norweger. Währenddessen die Weisen alle über Connector kommen. Holen sich ATX, aber noch 3 to go, die sie hier holen müssen. Und Colicious versucht es mit dem Pre-Fire-Shot richtig gesagt gegen Greenman. Und Helikoptern und Fersken mit Take 9 schaffen es nicht. Und noch Fersken auf lang mit der Glock hat Kevlar, aber Colicious mit der P2000 einfach mal 4 Frags abgerissen. Und somit geht die Pistol Round auf das Konto von die Weisen. Die Norweger haben immerhin die Bombe gelegt. Das heißt, ein bisschen Money-Bonus ist da. Wir sehen, es werden Pistolen gekauft. Währenddessen die Weisen das Ganze mit M4, Farmers, MPs angeht, gehen über Mitte raus. Dominik mit der Granate kommt in den MP7 nach, holt sich die ersten beiden Frags, den dritten auch noch. Ja, wunderbar. Und Günz und Fersken alleine versuchen zu überlagen. Oculicious hat den kleinen Vorteil, hätte kleine Gap gehabt. Und Knümpfs alleine, P250. Vielleicht der Versuch, hier noch eine Waffe mitzunehmen. Dominik angeschossen auf 18 AP. Vielleicht eine Möglichkeit, aber er steht defensiv auf der A-Side. Hat also vor sich noch Orko und hinten im Connector noch Kirby mit der UMP, der das Ganze Richtung B abhält. Nims kommt aus dem Connector raus, aus dem Drop und Kirby ist zur Stelle. 11-6 für die Weisen. Und jetzt liegt es an den Norwegern. Sie haben die Baron. Sie haben 5 AKs in der Hand. Kevlar, 1-2 Granaten auf jedem Spieler. Hauptsächlich Flashes und 3 Smokes. Und der 5-Mann-Aufbau auf die A-Side. Flächen sich allein raus. Dominik oben geboostet. Währenddessen Oculicious nach unten shoppt. Der MVS Blade aber ins Leere. Guckt nochmal nach. Nicht erfolgreich gegen Helikopter. Und Dominik muss aufpassen. Der Jump zum ersten, aber nicht zum zweiten. Fersken ebenfalls erfolgreich. Vorteil für die Norweger. 4 gegen 3. Wobei Helikopter angeschossen ist. Granaten gehen raus. Kirby bekommt den Check mit der UMP. Granate ebenfalls auf die Seite geworfen. Muss gucken. Der Schaden ist nicht da. Und Kazuya erfolgreich. Wissen, dass sie on-site stehen. Holen einen nach dem anderen raus. Greenman kann doppelt traden. Jawohl! Er trifft es und den ihm alleine am Van. Aber Fersken im richtigen Moment von der Seite. Und somit sichern sich die Norweger die Buy-Round auf das eigene Konto. 11-7, nur noch 4 Runden, die beiden Teams auseinanderliegen. Und die Weisen, sie gehen trotzdem in den Buy rein, in den Force-Buy mit M4s, mit Farmers. Und trotzdem keinem einzigen Defuse-Kit. Sind sich hier sicher, dass sie entweder die Norweger aufhalten oder aber eben die Bombe sehr, sehr schnell diffusen können. Die bauen sich auf mit 4, fast 5 Mann für die B-Side.
sind bereit. Smogs im Anschlag. Onside stehen Kirby und Kazuya. Famas und M4 am Baum am Brunnen. Flashbangs kommen rein. Geht sich defensiv hinstellen. Kirby hinten am Baum noch. Währenddessen Kazuya nicht verbrennt durch den Molotow. Denn er liegt nicht richtig. Er kommt. Smog gesehen worden. Kirby von oben zum ersten, aber nicht zum zweiten. Unterzahl, 2 gegen 4 bei den Norwegern. Kommen rum, Kazuya hat die Info und Helikoptern alleine gelassen. Keine Chance. Die Weisen sichert sich die Force-Ball-Runde mit den Rifles aufs eigene Konto. Und wir sehen instant die Pause gecallt. Wahrscheinlich von den Norwegern, denn die merken, so langsam bekommen wir hier Probleme. Wir liegen 5 Runden hinten, haben eine Runde geholt, die Anschlussrunde nicht und haben hier nicht mehr wirklich viel Geld auf dem Konto. Spielen wir eine Pistol Eco Round, kaufen wir rein, spielen wir eine spezielle Taktik. Oder versuchen wir die Runde schnell zu vergessen, schnell sinnlos zu sterben und in der nächsten Runde die Buyround wieder fahren zu können. Natürlich, das ist die Frage, die wir uns stellen. Wir schauen mal kurz aufs Scoreboard. Wir sehen 17, 19, 15, 11, 12. Also bei den Weisen alles gut verteilt. Bei den Norwegern ebenfalls sehen wir hier Fersken mit 15, Helikoptern 17 und Attix mit 7,14 noch nicht ganz drin im Match. Aber auch das kann noch kommen. Wir sehen P250s, 5x, 2 Flashbangs, aufgebaut das Ganze Richtung A, es geht schnell durch. Dominik braucht Hilfe, macht Schaden gegen Greenman. Und Orkolicious ist schon da mit der M4S, um zu helfen. Granatenrichtung lang. Orkolicious muss helfen mit der M4. Jawohl, er ist bad on sits. Nach unten ebenfalls. Und Gnüffs alleine. 1 gegen 5. P250. Kein Kevlar. Keine Granaten mehr. Aber er hat die Bombe in der Hand. Wartet ab. Währenddessen Dominik wunderbar Richtung Holz schaut. Pushen ihn jetzt. Muss aufpassen. Gnüffs ist gesehen worden. Und somit die 13. Runde sicher auf dem Konto von die Weisen. Und jetzt die Frage. Gott, Ork, Blunted. Sie haben 3.000 bis 4.000 Dollar auf der Bank. Gehen Sie in den Force-Buy oder gehen Sie nochmals in die Pistol Eco? Und das wird sich hier wohl eher für Zweiteres entschieden. Wir sehen wieder Pistolen. Deagles, Tech-9, Doppelsmoke und 4x Kevlar. Und diesmal der Aufbau mit allen 5 Mann, die vor der B-Side stehen. Erster Smoke ist raus, zweite ebenfalls, der Drop brennt noch, müssen hier warten, bis sie durchgehen können. Artix ist schon unten. Der Rest schiebt nach, alle 5 im Drop drin. Denim ist da mit der AK, hat die Hilfe von Dominik und er holt hier 2 Frags raus. 2 gegen 5. Überzahl für die Weisen. Okolicious hat die Info, sie sind weiterhin im Connector drin. Hält aktuell die A-Side ganz alleine. Steht defensiv unterm Window. Währenddessen sie versuchen mit 2 Mann den Connector wieder einzunehmen. Kirby steht bereit mit der AK. Sie sind über der Smoke, aber Fersken mit der M4 erfolgreich. Und die Überzahl, die schwindet immer weiter. Nur noch 3 gegen 2 und Denim ist ebenfalls angeschossen. Okolicious darf auf der A-Side nicht fallen, muss hier defensiv stehen bleiben. Kommt Richtung Window, zieht hier Artix, aber die Diegelschelle, die sitzt. 2 gegen 2, Vorteil, ganz, ganz kleiner bei God Ork Planted. Währenddessen Denim und Kazuya sich aufteilen, kommen von Alang, kommen vom Connector. Beide stehen sie onside. Steps am Wood gehört. Kazuya muss Krumka, muss den Shot haben. Hat er auch im Reel im zweiten ebenfalls. Doppelkill für Kazuya. Und somit die 14. Runde für die Weisen. Und trotzdem, recht passabel für die Norweger. 3 Frags gemacht. Dazu die Bombe gelegt. Das heißt, einen ordentlichen Money-Bonus. Wir sehen es. 5.000 bis 6.000 auf der Bank. Das reicht auf jeden Fall dicke. Für den Fullbuy. Und somit geht es auf eine AWP und 4 AKs, um die Weisen endlich zu stoppen. AWP guckt nach Mitte unten, währenddessen der Rest erstmal
Richtung B unterwegs ist. Schaut, ob er hier Infos bekommen kann. Vielleicht auch einen schnellen First Frag, einen Opening Frag auf der B-Side. Aber die Granate im Job, die hat wehgetan. Gnymphs auf 37 HP. Greenman ebenfalls angetaggt auf 69. Und ein relativ defensiver Elhold. Stehen beide an der Rampe. Dominic und Orkulicious ist bereit, sobald hier Flashes rausgehen, um die Ecke zu ziehen. Aber Gnymphs und Fersken erstmal defensiv. Warten. Gnymphs bekommt nicht davon. Dominic gezogen. Fersken kann hier nicht traden. Der Rest schiebt ebenfalls rüber Richtung A-Side. Und sie wollen wohl doch versuchen, das Ganze Richtung A aufzubauen. Unten noch immer close. Orkulicious diesmal in der Ecke. Hört die Steps, kann ansagen. Rotation kommt rein, ebenfalls lang auch gehalten. Und oben Deni bereit, um mir Orkulicious zu helfen. Der pusht einfach durch. Flashbang kommt, aber Helikoptern ist da. 4 gegen 4, alles wieder offen und auf langen Holz. Da ist Dominic. Hört die Steps, kommt gegen Artix, erfolgreich. Deni muss aufpassen, denn Rampe steht, bekommt die Spiele für zu Holz gedrückt, kommt gepusht, wenn es nein, erfolgreich! 3 gegen 3! Und die Trades, die sitzen hier, aber Deni macht die Überzahl gut! Helikoptern 1 gegen 3 mit der AWP, 14 Sekunden, muss auf die Side gehen und somit die Weisen erstmal sicher drin in der Overtime, 15-7 und ganze 8 Map und Matchpoints! Und natürlich wieder relativ wenig Geld auf dem Konto von den Norwegern. Wir sehen 2 AKs, eine Deagle Galil und eine abgesägte Schrotflinte auf Helikoptern. Bauen das Ganze Richtung B auf. Gnymphs versucht hier mit der AK vielleicht den ersten Shot zu setzen. Vielleicht einen netten One-Click, aber da ist Kirby hinten am Brunnen mit der M4 defensiv. Guckt mal kurz rum. Jetzt hier ein bisschen näher an Titanic ran. Flashback kommt, aber sie sind zuerst der Spreader und sitzt und Kirby muss aufpassen. Hinten steht noch einer, der hier schnell nachkommen kann. Fersken ist blind, aber auch er bekommt jetzt die Flashback vor die Nase geworfen. Kleiner Vorteil für die Weisen. 4, 5 gegen 2. Und Kirby macht das gut auf Lang, holt den Triple Kill raus. Und Artix, Last Man in Eagle, schafft es nicht mehr. Kirby mit 4 Kills und somit gewinnt die Weisen mit 16-7. Und setzt somit den Siegeszug in der aktuellen ESEA CSGO Open weiterhin fort.